Herzlich willkommen zurück zu Hallo! Star Wars, The Old Republic. Entschuldigung, ich hatte gerade den Drang dazu, das zu tun. Mit mir, mein Köln und dem anderen. Shadow Fell Tai. Genau, heute sind wir erstmal nicht unter Zeitdruck. Und wie ihr seht, wir sind schon auf dem Schiff. Denn Genau. wir haben ja die Balmora-Story letztes Mal knapp noch abschließen können. Ich glaube, wie lange hatten wir noch? Ich glaube, 10 Sekunden und so, dann sind wir vom Server geflogen oder so. Ja, irgendwie sowas war das. Also, es war wirklich knapp. Leute, ich bin mega happy. Ich habe tatsächlich endlich eine neue Grafikkarte. Und das Game sieht einfach 10-mal besser aus. Ich bin ultra glücklich einfach nur. Aber Das das, glaube ich dir. die volle Pracht werden wir dann erst sehen, wenn wir auf dem nächsten Planeten sind, wahrscheinlich. Mich auf dem Schiff hier sieht man jetzt nicht so viel. Aber es ist super. Das Es glaube ist ich dir. genial. So, jetzt muss ich nur gucken, wo das Intercom ist, weil da müssen wir jetzt hin. Das Hier. ist hier hinten. So, Intercom. Let's go. Hinterkommen. Eine beachtliche Leistung. Balmora könnte sich keinen besseren Anführer wünschen. Hier, Jedi, ich autorisiere Thais Bitte um eine Mitgliedschaft in der Republik. Hey, Tai! Ihr solltet gleich mal an einem Erben arbeiten. Präsidenten haben doch Erben, oder? Wisst ihr, Nadja, ich werde euch wirklich vermissen. Der Jedi hat seine Belohnung, Tai. Balmora ist in der Republik. Und ich? Ich will einen Sitz in der Regierung. Ich kann mich euch nur schwer am Schreibtisch und beim Wahlkampf vorstellen. Ich bringe frische Ideen mit. Tut mir leid, Zenith. Ihr habt eure Loyalität bewiesen, doch ich werde euch nicht in meiner Regierung aufnehmen. Um Balmorra wirklich zu befreien, müssen wir die Vorstellungen loswerden, die das Imperium uns aufgezwungen hat. Ihr habt zu viel von ihnen gelernt. Sein ganzer Einsatz für eure Sache muss doch belohnt werden. Er ist immer noch ein Verbündeter und wird sicher nicht mit leeren Händen gehen. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Ich brauche einen Verbindungsmann für Balmorra und die Splitterallianz. Es ist gerade eine Stelle frei geworden. Ihr hättet politischen Einfluss und könntet mich bei meinen Entscheidungen beraten, nur nicht auf Balmorra. Ist das annehmbar? Der Jedi denkt langfristig, trifft harte Entscheidungen. Könnte funktionieren. Ich bin sicher, eure Fähigkeiten und eure Erfahrung werden uns weiterhin gut dienen. Klar, schließlich ziehen Jedi Kämpfe an. Ich habe tausende neuer Kampfdroiden für die Republik bestellt. Wir bleiben über Holo in Verbindung. Balmorra wartet. Mein Planet und ich werden niemals vergessen, was ihr beide getan habt. Danke. Sehr schön. Verzeihung, könntet ihr uns für einen Moment entschuldigen? Jedi, ich habe etwas unter unserer Kommunikationsanlage gefunden. Hier. Ich weiß nicht, was das sein soll. Hat Taran das installiert? Laut der republikanischen Datenbank handelt es sich dabei um ein imperiales Überwachungsgerät. Nur jemand an Bord könnte wissen, wo man es anbringt, oder? Das Imperium weiß auch, wie eine Kommunikationsanlage aussieht. Vielleicht, aber ich dachte nur, ihr solltet es wissen. Ich habe es deaktiviert, als ich es entfernt habe. Also müsste jetzt alles sicher sein. Das ist nicht unser einziges Problem. Ich fasse mich besser kurz. Was wisst ihr von einer Welt namens Quash? Verheimlicht ihr etwas vor den anderen Diplomaten? Nicht wirklich. Quash ist ein umkämpfter Planet mit riesigen Vorkommen wertvoller Chemikalien. Die Splitterallianz hat dort eine Forschungsanlage gebaut, die Attis-Station. Die Station hat beeindruckende Heiltechnologien entwickelt und auch ein paar neue Waffen. Aber wir haben den Kontakt verloren und imperiale Truppen wurden in der Nähe gesichtet. Die anderen wollten nicht, dass ihr es erfahrt. Danke, dass ihr mir diese Informationen gegeben habt. Sie diskutieren immer noch darüber, was am besten zu tun sei. Wird das der Republik nicht ständig vorgehalten? Die Attis-Station beherbergt die klügsten Köpfe der Splitterallianz und die Technologie und die Waffen, die sie dort entwickelt haben, dürfen nicht dem Imperium in die Hände fallen. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Danke, danke. Ich wünschte nur, ich wüsste mehr über die Lage dort. Das werden wir ja sehen, wenn wir dort ankommen. Nicht wahr, Jedi? Wir?
Junge Lady, du wirst keinen Fuß auf Quash setzen. Das ist viel zu gefährlich. Aber Vater, die Attis-Station wurde mit der Technologie unserer Welt erbaut. Wenn jemand die Verteidigungsanlagen benutzt, komme ich trotzdem rein. Wenn euch etwas zustoßen würde, könnte ich mir das nie verzeihen. Ihr müsst mich nicht beschützen, das verspreche ich. Konzentriert euch einfach darauf, die Station und unsere Wissenschaftler zu retten. Wie du willst, Nadja. Anscheinend brauchst du keine Lektion in Verantwortung mehr. Dann steht es fest. Sobald ihr auf der Oberfläche von Quash seid, melde ich mich bei euch. Wenn unsere Station auch nur einen Kratzer hat, werde ich diesen Imperialen eine Lektion erteilen. Okay. Das war jetzt ordentlich lang. Das war ein schönes Gelaber, ja. Aber ein neues Lichtschwert als Belohnung. Yay. Ich auch. So. Und wir haben es gehört. Ja, bei mir auch. Wir haben es gehört, wir müssen jetzt nach Quash. Exakt. Ich habe schon gewusst, weil du es mir vorhin erzählt hast. Auf in die größte Giftgrube der Welt, der Galaxis. Ich muss erstmal mein Lichtschwert umbauen. Hab ich schon erledigt. Das sieht gut aus und hört sich gut an. Ja, mein sieht auch ganz nice aus, finde ich. Schade, dass ich so gut wie nie brauchen werde. Okay, Crash. Ja. Ich flieg los. Ich auch. War keine Cutscene diesmal, aber wir können ja warten, bis wir schön angekommen sind, dass wir eine tolle Landeanimation bekommen. Bleibt trotzdem sitzen. Ja. Ach ja, ich hab Crash vermisst. Was? Warte, was? So, landen wir. Okay, die Landeanflug sieht so viel besser aus mit guter Grafik. Hodi. Ja, deswegen finde ich ja die so geil. Ich habe seither noch kein Final Fantasy gespielt. Solltest du auch mal machen. Ja, da muss ich aber mein Abo erst erneuern. Ja, gut. Ah. Mit Kamera voll verzogen. Ja, und wieder eine Orbitalstation. Yay. Aber, was ich aber sagen kann, Quash funktioniert ein bisschen anders als andere Planeten, denn wir können nicht sofort hier landen. Wir müssen sich eine Sidequest annehmen, damit wir überhaupt landen können. Genau. Ja, das werden wir jetzt gleich mal tun. Und zwar, wir werden sie nur annehmen und dann gleich wieder abbrechen. Da es nur um den ersten Teil von dem, was hier in der Cutscene passiert, geht. So, kommen wir dazu. Das Schöne ist, wir können das Gespräch zusammen machen. Willkommen auf Quash. Seid ihr hier, um zu kämpfen? Das gibt's nicht durch, oder? Gibst du durch? Tahus Agua Upa. Chisa Kava. Kyotopa Bubanda Bakawanki. Woran erkenne ich, dass die Wirkung nachlässt? Tupa Tula Musta. Oi, Grani Tampio, du me Donkey. Und der Tod, ja, ich glaube, das kriegen wir mit. Krispa doe Kanki, Kunke Gupa. Das Imperium hat davon Wind bekommen und den Planeten mit Soldaten und Kampfdroiden überschwemmt. Wir werden das Imperium nicht mit Geschwätz besiegen. Gut, ihr dürft nun auf die Planetenoberfläche reisen. Gebt einfach Bescheid. Ich sehe mir diesen giftigen Planeten mal an. Sprecht nach der Landung mit General Corvin. Er erklärt euch die aktuelle Lage. Viel Glück. Dein Charakter hat die gleiche Synchronstimme wie mein Charakter, fällt mir gerade auf. Ja, das ist, die sind immer klassenspezifisch, die Synchronsprecher. Ah. So, jetzt können wir den Giftschutz hier wieder abbrechen, denn wir wollen nicht zu General Corvin. Giftschutz aufgeben, ne? Okay. Ja. So. Das soll jetzt nur, damit wir immunisiert werden gegen die Atmosphäre von Quash. Denn, wie er sagte, die Atmosphäre ist ein bisschen giftig und ein bisschen tödlich. Und die Symptome, welche auftreten, wenn die Wirkung nachlässt, Übelkeit, Kopfschmerz, brennende Gliedmaßen, Tod. Schwindel, und der Tod. Das ist ein geiles Symptom, ne? Ja, du könntest hier theoretisch ein Thumbnail machen. Oder willst du es auf Quash machen? Ich habe schon eins auf Quash gemacht. Ah ja, gut. Also. Weil das wäre auch ein cooler Ausblick. Ich finde die an sich, am liebsten wären mir natürlich die aus den Anfluganimationen, aber es gibt auch coole Plätze auf dem Planeten. So wie man es bei meinen letzten Thumbnails gesehen hat. So. Gut, wir müssen zur Attis-Station. Dann nehmen wir am
Nee, dann nehmen wir kein Taxi, das ist ja gleich ums Eck. Aber ihr seht, das ist ein wunderschön ekliger Planet. Mit Giftgruben, Chemiefabriken. Wunderbar. Ja, lecker. Ach, und das Huttenkartell ist natürlich auch hier. Ah, auch. Ja, wäre auch sonst, ne? Hab gedacht, ich sind nur ein Nascher da. Nee, das Huttenkartell ist im gesamten Huttenraum. Oh. Ja, und Crash liegt auch im Huttenraum. Oh. Ja. So. Ja, das ist kein Planet, wo ich lange verweilen wollen würde. Naja, werden wir auch nicht. Gott sei Dank. So. Und danach kommen wir zu unserem Lieblingsplaneten, glaube ich. Ja. Yeah. So. Achtung, so. Spoiler. Warte mal. Kriegst du hier vorbei? Ja, guck an. Ja, wunderbar. So. Warte, ich hebel da nochmal einen aus. Links. Ah, ja. Nee, kann ich nicht, sind Druide. Ah. Wir können versuchen, einfach vorbeizurennen. Probier's. Oh yeah. Bloß nichts pullen, ne? Mhm. Ach ja, wollen wir mal den Weltboss besuchen gehen? Wir können gerne deinen Weltboss besuchen gehen. Machst du schon, oder? Danke. Wenn's überhaupt da ist. Aber. Jetzt gibt's gelaggt. Da hinten ist er. Da, dieser, der Weltboss. Die Energieklinge. Oh wow, cool. Die Energieklinge hier ist immer noch besser als meine jetzige. Aber das ist ja kein Lichtschwert. Nee. Also es ist deutlich besser. Ach. Macht doch keinen Unterschied. Von Level 78 auf Level 94. Also, ja, gut. Okay. Komm, den ist auch der Solo, oder? Ja, der hat nur 780.000 Leben, das schaffen wir doch easy. Ah ja, Gefährten können bei dem nicht mitkämpfen. Dann sind wir innerhalb von 2 Sekunden tot. Richtig. Okay, gehen wir in die Atlas-Station. Benutzt die Luftschleusensteuerung. Links. Luftschleusensteuerung. Ja. Sag das dreimal schnell hintereinander. Katzin. Die Luftschleuse, die in die Atlas-Station führt, ist fest verschlossen. Jemand hat das Tastenfeld zerstört. Blöd. Pech. Buchstäblich knusprig geröstet. Etwas grob, aber traurigerweise durchaus effektiv. Tut mir leid, da waren imperiale Soldaten unterwegs. Ich musste mich kurz verstecken. Kann man diese Tür auch ohne Codes öffnen? Oh, lasst mich das machen. Wir haben für solche Fälle einen manuellen Öffner eingebaut. Oh, wo war er denn nur? Es ist so schrecklich still da drin. Ich hoffe, es geht allen gut. Also anhand der Leichen draußen. Ich muss diese Tür schließen, bevor die Atmosphäre in die Station eindringt. Wir sehen uns drin. Okay, was mir gerade einfällt, ich wollte Zenith als Gefährten mitnehmen. Wir haben ihn ja nicht. Das hab ich gerade auch gedacht. So, mag Zenith. Taran ist zwar cool, aber Zenith hat er einfach mehr drauf. Ich finde nur Taran komisch, weil er einfach Holiday mit dabei ist. Und ich finde die einfach noch immer noch richtig gruselig. Rette Wiederbelebungsspezialisten und besiege Cardon Wool. Okay, also hier links ist glaube ich schon mal der erste. Oh Gott. Das sind ja halbe Elite-Gruppen. Ach ja, ich erinnere mich. Oh, hört doch auf, mich zu beben. Ich erinnere mich an die Quest, als ich habe damals, bevor hier das ganze Leveln und so viel einfacher geworden ist in Esvitor, habe ich schon einen Jedi-Gelehrten. Ich bin tot. Gespielt. Und ich kam hier nicht weiter. Ich bin tot. Wie hast denn das gemacht? Hast du keinen Gefährten dabei? Doch. Hoffe ich. Denke ich? Ja, ich habe einen dabei. Okay. Merkwürdig. Irgendwas wollte ich gerade tun, aber ich hab's vergessen. Warum bin ich gerade gestorben? Ich versteh's nicht. Weiß nicht. Versteh's echt gerade nicht. Okay. Dann nochmal. Ja gut. Was bei Urlaub in Void Zone wieder machen, habe ich gehört. Ja, bloß nicht. Die würgen mich auch die ganze Zeit. Das ist voll frech. Wenn sie zu heftig wird, dann steht doch auf Tank um.
Ja, dann werde ich nicht geheilt. Ich brauche beides. Naja, wenn der auf Tank ist, geht's. Ich habe immerhin auf Tank und komme eigentlich ganz gut klar. So, jetzt habe ich die erste Kette. Ich habe einen Erfolg gemacht. Da habe ich aus einer Crash-Vernichtung. Was war ein Erfolg? Das soll jede einzelne Gruppe machen, ne? Ja. Also du hast gesagt, ich soll den auf Tank stellen, mal. Ja, da ist es einfacher. Da muss ich zwar nach dem Kampf mal heilen, aber das ist das nächste Problem, denke ich. So, also ich habe jetzt schon zwei down. Zwei befreit. Ja, ich bin jetzt bei der zweiten Gruppe erst. Ja, ich gehe jetzt auf die dritte. Hilfe sollte man niemals ablehnen. So. Ich habe gerade den Erfolg gemacht, dass ich 2500 Gegner auf Crash getötet habe. Ja, jetzt ist, ich habe doch letzte Folge so eine geile Attacke bekommen. Die habe ich bisher noch kein einziges Mal benutzt. Apropos Attacke, ich wollte gerade gucken, wann ich meinen nächsten Questgeschick bekommen war. Ich erst mit 48. Das habe ich noch nicht verpasst. Naja. So, zweite Gruppe fertig. Ja, so, ich hole jetzt mal diesen Kado und Bull. Ah, Sekunde. Ich hasse das, wenn sich ein Niesen ankündigt, aber dann doch nicht. Ja, kenn ich. Mann, der ist ja ein richtig schlechter Tank, ey. Der verliert Akku. Ja gut, das sind Gefährten-Tanks, das erwartest du. Sind einfach beide fast tot. Wie machst du das die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Wir sind beide Level 37 auf dem Planeten, also an Level kann es nicht liegen. Hat so schlecht. So, ich stelle jetzt auf 10. Wo habe ich meinen Heal eigentlich? Hier, Meditation. Ja. Also, ich bin gerade Nummer 4. Ja, ich befreie jetzt auch gleich Nummer 4. Ja. So. Also Kado und Bull schon bekämpft? Nein. Okay, den hab ich schon down. Ich muss mal das ganz kurz mich mit stumm schalten. Okay. Mikrofon aktiviert. So, wieder da. Muss so denken, dass ich jetzt wieder bei mir rausschneide. Hilfe sollte man niemals ablehnen. Sonst hört man dieses Piepsen von Teamspeak die ganze Zeit, wenn das Mikro aus ist, aber Geräusche. Ach so. Ja. Ja. Laufende Nase ist ziemlich ungeil. Ich wollte jetzt nicht unbedingt in die Folge reinschneuzen. So. 5 von 6 habe ich jetzt. War ein bisschen lästig, muss ich zugeben. Ist ja geil, ich damals. Oh gut, das war noch bevor diese vereinfachte Level-Variante kam, hatte ich hier auch bei der Quest übelst Probleme. Meine AOE hat einfach gar nicht funktioniert. Ja, das liegt an dieser Bubble. Dadurch funktioniert meine auch nicht richtig. Hört doch auf, mich zu würgen. Hört doch auf mit euren Blitzen. Jetzt krieg ich aber auch kurz Blitz aufs Maul. So. Okay, ich bin durch. Ja, Moment. Ich hab die letzte Gruppe gemacht, muss ich noch diesen Keck da killen. Alles klar. Gut, meine Güte. Was du machst, ohne zu sterben. Ich geb mein Bestes. Wie viel Leben hat denn der? 14.000. Soll ich irgendwas Heldenmoment aus so einem Scheiß ziehen? Zieh normale CDs, das Heldenmoment brauchst du, glaube ich, nicht. Was hab ich denn so für CDs? Machtwirksamkeit und noch so ein Gedöns, was ich nicht habe. Keine Ahnung, wie das heißt. Halt Schnelligkeit? Ja. Haben Daumen. Wunderbar. Es ging schneller als die ganzen Gruppen. Mhm. So. So, Nadia? Nadia. Die Luftschleuse ist geschlossen. Wir sind sicher. Das sind die Leute, die die Station angegriffen haben? Wer sind die?
Wesen, die die dunkle Seite der Macht nutzen und keine Gnade kennen. Wir nennen sie Sith. So wie die auf der Fortitude, als ihr uns gerettet habt. Verstehen wir nicht, warum das Imperium die Spitzallianz angreift. Es muss Sinn. Überlebende geben. Das gibt keinen Sinn. Wir haben die Attestation gebaut, um darauf alles überleben zu können. Ja, hier! Ein paar Leute vom Forschungspersonal sind noch im anderen Flügel. Boah, hinter einer Sicherheitstür. Mhm. Mit Glück sind sie da reingeschlüpft, bevor der Feind sie gesehen hat. Vielleicht können wir sie rausholen, wenn es... Oh nein. Seht, eine ganze Gruppe Sith ist dorthin unterwegs. Wenn sie reinkommen, sind Sith die geklappt. Forscher... Es wäre genau wie auf der Fortitude. Hm? Tür? Imperiale. Genau wie ich gesagt habe. Dieser republikanische Abschaum hat überall Schlupfwinkel. Werden wir sie los, bevor ihn die Sith absahnen? Nein! Das werde ich nicht noch einmal zulassen. Auf keinen Fall! Gut. Wow. What the fuck? Los! Holt euch meinen Überbrückungscode aus der Konsole und beschützt die Forscher. Wer ich übernehme bist du? Das hier. Wie könnt ihr so eine Kraft haben? Ihr verschwendet Zeit. Ihr müsst diese Sith davon abhalten, zu den Forschern zu gelangen. Jedi, ich schaffe das. Bitte vertraut mir. So wie ich euch vertraue. Spart eure Energie, konzentriert euch und lasst die Macht durch euch hindurchströmen. Ich denke daran. Versprochen. Oh, dafür landest du auf einem Seziertisch, Mädchen. Aber zuerst müsst ihr mich kriegen. Da stehen noch welche. Und offensichtlich ist die Kleine machtsensitiv. Ja. Cool. Bekommen wir die als Gefährtin? Das ist voll cool. Ein Computer-Terminal? Computer-Terminal? Ah, okay, keine Cutscene. Oh. Ah, da oben sind Gegner gespawnt gerade. Müssen doch hoch, oder? Ja. Das sind die Sith. Die Sith? Sith. Hallo. Und Gesichtsriss. Aber hier, Finito. Ah, fällst du mal um? Danke. Okay. Huch, nein, nicht noch ein Flottenpass, ich wollte mich heilen. So. Jetzt aber hier die Tür. Ach, auch wieder keine Cutscene. Ah, jetzt aber. Ja, oh, ja. Wie ich vermutet hatte, ihr habt ein Talent dafür, meine Arbeit zu stören, Jedi. Aber ihr seid nicht allein. Dieses Mädchen ist auch hier, nicht wahr? Wie ist ihr Name? Wen habe ich eigentlich vor mir? Ich bin Lord Kyros. Und ihr seid offenbar ein Jedi-Meister und hattet gerade einen misslungenen Einstand. Hätten die Meister Sio oder Yuon nicht schon eure Diplomaten aufgereiht? Nicht gerade ein gutes Verwirrspiel, Sith. Ein von Bürokraten versklavter Jedi. Und doch trauen sie euch nicht. Senator Grell hat sich nicht einmal für sie entschuldigt, oder? Es dauert eben, bis man sich Vertrauen erarbeitet hat. Und ihr könnt dafür Zeit verschwenden, diese Leute bei Laune zu halten? Bemerkenswert. Ich kenne euch, Jedi. Ich weiß alles, was ihr gehört habt. Alles, was ihr getan habt. Ich weiß, dass ihr meinen Diener Arrax umgebracht habt. Um das Mädchen zu retten. Ihr habt so hart dafür gekämpft, die Fortitude und Balmora zu retten. Und doch respektiert euch niemand dafür. Ich bin gespannt, wohin euch euer Pfad als nächstes führen wird, Jedi. Lebt wohl. Was war das jetzt für eine Vorstellung? Das war sehr merkwürdig. Dann reden wir mal mit dem Forschern. Gelegug ist das. Nekemasertet. Der Feind ist weg. Ich bin Jedi-Meister, bei mir seid ihr sicher. Asoren Ben, es minding sajan. Hoje a jateta domino. Uge ere tuk meditativ es? Miljen okman por.
Für Jedi ist es Pflicht, Unschuldige vor Schaden zu bewahren. Ab Arajale von Upa Udamastat. Mesmiva, Kotilia von Leon. As Edge Edlin Dolog as Volhoje. Hogene Kunk, Toleras Egemas von Ales. Mege Iteletet. Hogene Kunk, Toleras Egemas von Ales. Mege Iteletet. Mich würde interessieren, welchen Nutzen diese Heilmethoden haben, die ihr entdeckt habt. Achirnev Mindy Menki Hodje. Da seid ihr ja, Jedi. Seht ihr, ich hab doch gesagt, ich komme klar. Ich habe die Station überprüft. Es ist alles in Ordnung. Ich gehe wieder zurück zum Schiff, bevor Vater sich noch Sorgen macht. Wir sehen uns dort. Menki Hodje und Nem Kepwissele. Warum habe ich das Gefühl? Also ich fasse mal kurz zusammen, was er bei mir gesagt hat. Erstmal Schiss gehabt, dass wir ihn umbringen. Dann haben wir so ein bisschen Jedi. Daraufhin war er wieder heidenfroh. Und dann haben wir entschieden, welches Projekt er verfolgt. In meinem Fall medizinische Versorgungsstims. Ich glaube, ich habe Waffen gewählt. Naja, klar. So. Ich würde sagen, wir gehen wieder zum Schiff. Ja. Also so direkt, ne? Ja. Crash ist jetzt nicht so schön, dass man das nochmal sehen müsste. Ja, das stimmt. Und wenn wir hier wechseln. Machen wir noch das Intercom-Gespräch und dann glaube ich, das ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja. Ich habe die besten. Meld es einfach, Kate. Meine Güte. Ich werde natürlich zusammen mit dem. Ja, ich weiß. Danke C2 für die beste Rettungskapsel und so. Ja, der hat bei mir die Kirsten aufgepolstert. Ach, ist auch schön. Ja, okay. Wir würden uns gerne in aller Form bei euch entschuldigen, dass wir die Attestation vor euch geheim gehalten haben. Misstrauen ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Ich bedauere, das nicht schon früher erkannt zu haben. Bitte seid nicht wütend auf uns. Wir sind sehr dankbar, dass ihr die Station gerettet habt. Obwohl wir doppelt so viele Wachen benötigen werden, um die medizinische Forschung vor dem Imperium zu schützen. Gebt die Credits aus und heuert sie an. Diese Medizin könnte eine Investition für Jahre bedeuten. Wenn ihr dann jetzt fertig seid, hätte ich noch etwas mit dem Jedi zu besprechen. Allein. Ui, ich glaube, der ist sauer. Danke, dass ihr meine Nadja beschützt habt. Sie hat mir erzählt, dass ihr ihren Ausbruch gesehen habt. Ich schätze, ihr wartet eine Erklärung. Ihre Fähigkeiten scheinen einzigartig. Was ist sie? Ich hatte schon fast gehofft, ihr könntet es mir sagen. Die Republik nennt es Machtfähigkeiten. Doch für mich sind es Nadjas Talente. Ihre Kräfte sind stärker als bei vielen Jedi, aber eben unberechenbar. Ich hatte gehofft, dass sie von euch lernt, von eurer Erfahrung. Nadja könnte eine grundlegende Jedi-Ausbildung gebrauchen. Irgendwann sicher. Aber vorher muss sie erst einmal erwachsen werden. Nadja hält sehr viel von euch. Bitte, seid für sie da, solange sie das durchmacht. Also, die Forscher der Attestation meinten, ein Lord Kyros hätte euch kontaktiert. Hat er nicht den Angriff auf die Fortitude angeordnet, als sie uns dort trafen? Lord Kyros beobachtet uns schon, seit wir die Fortitude verlassen haben. Dieses Überwachungsgerät, das Nadja gefunden hat. Anscheinend haben wir einen Verräter an Bord. Wenn der Verräter sich so lange verstecken konnte, brauchen wir mehr Beweise, um ihn zu stellen. Ja, das scheint mir sehr vernünftig. Vielleicht hinterlässt unser Gast ja einen weiteren Hinweis, wenn wir uns normal verhalten. In der Zwischenzeit könnt ihr der Splitter-Allianz vielleicht noch einmal helfen. Eine Gruppe unserer Soldaten auf Hoth ist in eine missliche Lage geraten. Wenn ihr glaubt, dass ich helfen kann, sagt es nur. Auf Hoth wimmelt es nur so von Piraten, die unsere Handelsrouten überfallen. Wir haben also einen Koalitionstrupp gebildet, der sich darum kümmern soll. Eine schnelle Mission, dachten wir. Doch diese Piraten lassen sich einfach nicht besiegen und die Republik will keine Verstärkung schicken. Ich denke, eine Untersuchung ist angebracht. Wir können alles Weitere klären, wenn wir auf Hoth ankommen.
Bis dahin, bleibt vorsichtig, Jedi. Leider doch. Ja. Gut, ich würde sagen, wir geschafft, Leute, oder? Ja, aber viel geschafft, ja. Ja, wir haben einen gesamten Planeten abgeschlossen. Das stimmt. Und ja, nächste Folge geht es dann bei unserem Lieblingsplaneten. In die eisigen Weiten. Ja. Und ich sehe gerade, ich kann meine AOE-Fähigkeit in meinem Schiff einsetzen. Ja, kann ich auch. Oh. Fernsehen. Huch. Falsche Taste. So, jetzt. Yes. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute? Hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Nein, nur dass ich mega froh bin, dass ich neue Grafikkarte habe. Und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal ein. Lasst ein Like und ein Abo für uns beide da. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut bitte beim nächsten Mal vorbei. Macht's gut. Ciao.